Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt's zwei Raita-Rezepte. Hier eine ist mit rote Bete und Joghurt, die andere ist mit Kartoffel und Joghurt zubereitet. Die sind sehr einfach, sehr gesund und schmeckt auch lecker. So, jetzt zeige ich euch die Zutaten. Für rote Bete Raita brauchen wir 300 Gramm Joghurt, einen halben Teelöffel Himalaya-Salz, einige Curryblätter, eine gekochte rote Bete, einen Teelöffel Senfsamen, eine grüne Chili und Wasser. In eine Schüssel Joghurt, rote Bete, Salz und Wasser hinzufügen. Alles gut vermischen. Für Tarka Öl in eine Pfanne erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, Senfsamen, Curryblätter und grüne Chili hinzufügen. Ein paar Sekunden anbraten. Diese Mischung über den Joghurt gießen. Und dieser Raita ist fertig. Und dann für Kartoffelraita brauchen wir 300 Gramm Joghurt, 2 kleine gekochte Kartoffeln, einen halben Teelöffel geröstetes Kreuzkümmelpulver, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, eine Prise Asafoetida. Es hat einen sehr starken Geschmack und Geruch, deswegen reicht eine Prise Asafoetida gut. Wenn ihr diese nicht habt, dann lasst mal weg. Ein Viertel Teelöffel Pfefferpulver, einen halben Teelöffel Himalaya-Salz, frische Koriander und Wasser. Gekochte Kartoffeln, Koriander und Wasser in Joghurt geben und gut vermischen. Geröstetes Kreuzkümmelpulver, rosa Salz und Pfefferpulver hinzugeben. Und wieder mal gut vermischen. Öl in eine Pfanne erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, Asafoetida und Kreuzkümmel hinzugeben. Ein paar Sekunden anbraten. Wieder mal diese Mischung über Joghurt gießen und Alu-Raita ist auch fertig. So, hier sind die beiden Raita-Rezepte, einfach und unkompliziert. Beide schmecken super mit Reisrezepten, besonders mit Biryani. Ich mag die mit Naan oder Paratha. Rote Bete Raita ist meine Lieblingssorte und ich hoffe, ihr findet die Rezepte auch gut. Versucht mal und schreibt mir, welches euch am besten gefallen hat. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!